Hallo liebe Wargamer, schön, dass ihr vorbeischaut und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Strategic Command. Wir spielen eine Multiplayer-Partie gegen Jubeman. Falls ihr die Partie aus seiner Perspektive verfolgen wollt, so schaut doch gerne bei ihm vorbei. Ihr findet entsprechende Links in der Videobeschreibung bzw. auf meiner Kanalseite. Ja, unser Afrika-Feldzug nähert sich allmählich seinem Ende. Wir müssen in Anführungsstrichen nur noch eine italienische Armee aus Tobruk werfen. Ja, alles in allem eine doch überschaubare Aufgabe und ich glaube auch, dass wir genügend Kräfte bereitgestellt haben, um dieses Ziel schlussendlich zu erreichen. Darüber hinaus haben wir in der letzten Folge damit begonnen, unsere Invasion auf Sardinien vorzubereiten. Dafür haben wir erste Bombardierungen durchgeführt und bereits den Hafen Sardiniens lahmgelegt. Ja, entsprechende Einheiten befinden sich auch noch im Anmarsch, Marineeinheiten zur Unterstützung dieser Invasion und wir haben bei Benghazi auch schon ein Korps bereitgestellt, das voraussichtlich in dieser Folge dann auch einen amphibischen Transporter besteigen wird. Ja, alles läuft nach Plan und ich bin mal gespannt, ob das so bleibt. Ich hoffe mal nicht, dass Dudeman uns irgendwelche Steine in den Weg legt. Nun gut, das wird uns die Wiederholung jetzt im Folgenden verraten. Wir müssten. Wir sehen erstmal Großbritannien. Sind hier Marinebewegungen? Naja, gut. Eine Armee vor der Festung. Wir bekommen einen Zerstörer im Rahmen des Abkommens Stützpunkte für Zerstörer. Das Afrikakorps wird in Italien aufgestellt. Das ist erstmal die allerwichtigste Information. Das ist uns ganz gut gelungen. Zerstörer für Stützpunkte kommen, ich sagte es ja bereits. Wir sehen ein Korps bei Pressburg. Noch eine Armee bei Oradea. Die Uhr dreht weiter. Wir bekommen Verstärkung, zwei Korps mit den Sowjets. Ja, dann schauen wir mal. Also, im Atlantik ist es ruhig, das ist gut. Darüber können wir uns freuen. Jetzt noch eine Atlantikschlacht könnte sehr nervig sein. Wir haben darüber hinaus einen weiteren Zerstörer erhalten. Ja. Ansonsten ist es hier ruhig. Ja. Unsere Verlegungen vor Lissabon sind auch soweit durchgekommen. Es gab hier keine Gegenangriffe auf unsere Flotte und wir haben erfreulicherweise gutes Wetter. Das heißt, wir können jetzt wunderbar Angriffe auf die Stadt Cagliari fliegen. Und in Afrika haben wir auch gutes Wetter. Man erkennt hier einen Sandsturm in der im südlichen Bereich Libyens, aber da, wo wir aktiv sind, haben wir gutes Wetter. 03er Angriff, ja, doch, das sieht schon alles gut aus. Ich denke mal, mit etwas Glück können wir die Armee dann auch in dieser Runde werfen. Sehr schön. Ja, und wir haben die Information bekommen, dass das deutsche Afrika-Korps eben nicht in Afrika erschienen ist, sondern in Italien. Ja, insofern ist es ein deutsches Italien-Korps geworden. Ursächlich dafür ist, dass wir eigentlich alle entscheidenden Städte besetzt haben. Dazu gehören nämlich Tripolis, Benghazi und Gazala, weil diese Städte in unserer Hand sind. Ja, erscheint dann das Afrika-Korps eben hier irgendwo in Italien. Und ich meine, es wäre im Bereich Triest oder, bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, das Afrika-Korps erscheint dann hier, wie gesagt, im Bereich Triest. Das kann ich gleich aber auch nochmal nachschlagen und kurz nachliefern, wenn wir mit unserem Zug beginnen. Gut. Ja, dann mache ich mir jetzt so in Ruhe meine Gedanken und wir sehen uns gleich wieder. Ja, wie in der ganzen Partie auch, beginnen wir zunächst einmal im Westen. Und erfreulicherweise haben wir genügend MPP zusammen, um mit den USA in die nächste Forschung zu investieren. Und das wird die Spionage und Aufklärung werden. Ja. Und somit sind wir herunter auf 76 MPP und das passt auch soweit. Und wir führen natürlich unseren Aufklärungsflug durch, um natürlich nichts aufzuklären. Gut, dann sind wir mit den Vereinigten Staaten soweit durch und wir springen in Richtung Sowjetunion.
Und als allererstes werden wir einmal MPP ausgeben. Wir kaufen neue Einheiten mit der Sowjetunion. Und zwar ein Korps mit den Infanteriewaffen. Kaufen. Und dann schieben wir auch noch zwei Garnisonen hinterher, allerdings ohne Upgrades. Einmal, zweimal. Und damit sind wir auf 22 MPP herunter und das passt auch soweit. Ja, und die Produktionspipeline ist gut gefüllt. Wir werden zwar jetzt die nächsten beiden Korps in dieser Runde noch positionieren, aber es kommt dann doch einiges an Einheiten noch hinterher. Gut. Ja, dann führen wir unsere Aufklärungsfahrt mit dem leichten Kreuzer wie gewohnt durch, um zu erkunden, ob sich hier irgendwelche amphibischen Transporter befinden. Aber nein, das ist nicht der Fall. Ja, dann sollten wir uns doch noch einmal ganz kurz mit der Aufstellung der Sowjetunion beschäftigen. Also wenn wir uns einmal die Bedrohungslage ansehen, dann ist im Prinzip Rumänien, Ungarn und auch das Deutsche Reich, all das sind Staaten der Achsenmächte. Aber in Richtung Norden haben wir nach wie vor die baltischen Staaten im Spiel, also Litauen, Estland und Lettland. Naja, und dieser Bereich ist eben ja, neutral im Moment. Und ja, da stellt sich die Frage, inwieweit ist die Positionierung unserer Einheiten hier wirklich sinnvoll? Da Dubman ja nun im Moment noch keine Anstalten gemacht hat, hier in Richtung der baltischen Staaten vorzustoßen. Wenn wir uns mal die Bedrohungsachse ansehen, so haben wir hier eine Linie Warschau, Brest-Litovsk und Minsk. Also man kann einen Vorstoß über diese Eisenbahnlinie erwarten. Naja, und im Süden haben wir den allgemeinen Vorstoß aus Rumänien heraus in Richtung Dnieper. Ich denke schon, dass wir hier im Süden ganz gut positioniert sind. Da stehen wir in einer ganz guten Verteidigungsstellung. Wir haben doch so ein ordentliches Spinnennetz an Einheiten aufgestellt, in dem sich unser Gegner verfangen soll. Ja, bloß im Norden, wie gesagt, die Einheiten gegenüber der baltischen Staaten, ja, da mache ich mal ein Fragezeichen hinter. Ich denke, das Korps steht noch ganz gut, aber die Armee, Ja, das ist das eine Thema und es gibt natürlich eine zweite Bedrohungssituation und das sind amphibische Operationen seitens der achten Achsenmächte. Typischerweise kann man natürlich eine amphibische Operation über das Schwarze Meer vorantreiben. Ja, und da können wir tatsächlich nicht wirklich was gegen unternehmen. Also selbst wenn Dubman an dieser Stelle jetzt amphibische Transporter besteigen würde, könnten wir sie ja bis zum Kriegseintritt der Sowjetunion lediglich aufdecken und scouten. Und erst nachdem dann die Kriegserklärung seitens der achten Achsenmächte ausgesprochen wurde, können wir dann auch diese amphibischen Transporter bekämpfen. Mit anderen Worten, ich kann hier einen Transporter besteigen, selbst wenn wir es aufdecken, kann dieser Transporter sich bewegen und irgendwo anlanden. Aber Dubman verliert, wenn er den Transporter besteigt, ein ganz wichtiges Element, nämlich das Überraschungselement, weil wir ja eben versuchen, die Häfen sauber aufzudecken. Also insofern glaube ich, dass eine amphibische Aktion über das Schwarze Meer relativ ausgeschlossen ist. Es gibt aber noch eine zweite Stelle, wo Dubman amphibische Landung versuchen könnte und das ist hier oben im Bereich des finnischen Meerbusens. Also zwischen Narva und Leningrad könnte man ja doch irgendwo auch mit deutschen Einheiten anlanden. Insofern sollten wir das auch noch ein bisschen besser zustellen. Um das zu gewährleisten, werden wir mal unsere Armee ein wenig zurückversetzen in Richtung Luga. Dann kommen wir in der nächsten Runde auch mit einem erneuten Gewaltmarsch, ja, oder mit einer normalen Marschgeschwindigkeit vielleicht hier oben an. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Chance, besser zu reagieren. Und wir werden das frei gewordene Feld mit einem Korps besetzen. Ja, wie gesagt, ich sag mal, ein Korps als Absicherung in Richtung der baltischen Staaten sollte ausreichend sein. Das kriegen wir, falls sie neutral bleiben, auch schnell weggezogen. Und wir werden die nächste Einheit, das nächste Korps dann in Bila Tserkva positionieren. Und haben damit unseren Aufmarsch im Süden der Sowjetunion komplett abgeschlossen. Ja, das bringt uns dann in Richtung Mittelmeer. Wir werden mal Scouting-Fahrten durchführen. Zumindest mal eine allererste Scouting-Fahrt. Und zwar mit unserem britischen U-Boot werden wir nochmal entlang der Häfen hier scouten. Auch dieser Hafen ist erwartungsgemäß frei.
Und ich denke, dass wir das gleiche Ergebnis im Hafen von Neapel sehen werden. Ja, und dieser Hafen ist auch erneut frei. Gut, ja, dann haben wir die ersten Informationen gesammelt und ich mache mir jetzt Gedanken zu unseren Angriffen im Mittelmeer. Das ist ja der Angriff in Richtung Sardinien und der Sturm auf die Festung Tobruk. Wir sehen uns gleich wieder. Als erstes beginnen wir mit unserem Angriff auf Tobruk, ganz einfach, weil ich wissen möchte, ob wir an dieser Stelle jetzt auch Ruhe in die Partie hineinbekommen. Ja, Tobruk ist, beziehungsweise die Armee in Tobruk ist noch relativ gut verschanzt mit 4 von 6 möglichen Punkten. Wir werden jetzt erstmal mit unserem Korps angreifen, um die Verschanzung nach unten zu bringen. Kriegen hier schon 0-1er-Angriff hin. Ja, der sieht gut aus. Dann bewegen wir uns mal zur Seite. Holen das nächste Korps heran. Führen nochmal einen Angriff durch, um die Verschanzung nach unten zu bringen. Treffen sogar super. Ein Glückstreffer. Ja, und somit ist die Verschanzung schon runter auf 1 von 6 und unser Angriff läuft doch hervorragend. Wir setzen mit der Armee nach, machen ein wenig Platz und schauen mal, was unsere Bomber mittlerweile ausrichten können. Ja, vielleicht bekommen wir es aber auch mit unseren Landeinheiten geregelt. Wir werfen mal den Panzer nach vorne. Ups, und jetzt wird wieder gepackt. Kleiner Cliffhanger durch das Spiel. Wir setzen nach. Ja. Gut, dann müssen wir ein wenig Platz machen, fahren mal nach Gazala zurück, holen unsere nächste Armee heran. Tja. Und sie wird es jetzt richten. Sehr schön. Gut, damit haben wir Tobruk freigeschossen und die erste wichtige Erkenntnis in dieser Runde gewonnen. Wir haben letztendlich alle Achsenmächte, also alle Einheiten der Achsenmächte aus Afrika verscheucht. Sehr schön. Ja, dann werden wir doch mal unsere Scouting-Fahrt mit dem U-Boot ein wenig fortsetzen. Wir fahren mal doch nochmal in Richtung des Hafens von Palermo. Auch er ist auf jeden Fall frei. Das habe ich auch nicht anders erwartet, aber gut, nachgucken ist immer besser, als sich überraschen lassen. Ja, dann plane ich als nächstes unseren Angriff in Richtung Sardinien. Wir sehen uns gleich wieder. Und los geht's. Die Angriffsreihenfolge ergibt sich fast von selbst. Wir holen zunächst einmal ein Schlachtschiff an die Stadt heran und führen eine Küstenbombardierung durch. Ja. Gut. Dann machen wir Platz, holen das nächste Schlachtschiff heran und bombardieren erneut die Stadt. Und erleiden sogar einen Trefferpunkt. Wie unangenehm. Gut. Ja, und dann setzen wir schlicht und ergreifend unsere Flugzeugträger ein. Wir beginnen zunächst einmal mit der 7er-Einheit. Erleiden einen Treffer, setzen aber nach. Nehmen den nächsten Flugzeugträger. Und erneut setzen wir hinterher. Erleiden einen Treffer. Das ist ärgerlich. Eine Schwächung unserer Flugzeugträger können wir wirklich nicht gut gebrauchen. Und nochmal hinterher. Gut, wir haben leider keinen Treffer hier an der gegnerischen Garnison erzielt. Wir wissen auch nicht so wirklich, wie der Zustand dieser Garnison ist. Also wir haben ja zweimal auf die Stadt geschossen und auch 2 Treffer erzielt. Insofern müsste die Versorgung jetzt herunter sein auf 3. Wird dann am Ende der Runde wieder hochlaufen auf 4. Und unsere Flugzeugträger konnten leider die Garnison noch nicht beschädigen. Ja. Da müssen wir nochmal intensiver und stärker zuschlagen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Gut, dann plane ich jetzt mal unsere weiteren Bewegungen. Wir sehen uns gleich wieder. Tatsächlich waren die Luftangriffe auf Sardinien doch jetzt sehr ernüchternd. Ja, ich hatte mir von den Angriffen doch deutlich mehr versprochen. Also ich habe nicht erwartet, dass wir die Garnison herausschießen werden, aber ich sage mal wenigstens 1, 2 Treffer. Das wäre ja ganz schön gewesen. Ja, das war wirklich. Doch, ja, riecht zum Nachdenken an. Also in Summe wird unsere Aktion gegen Sardinien etwas aufwendiger werden, als ich das zunächst einmal erhofft hatte. Aber nun gut, da haben wir eine Aufgabe, die wir lösen müssen.
Dann machen wir weiter mit unseren Bodentruppen. Tatsächlich werden wir die Hauptquartiere einmal in ihrer Position stehen lassen, da wir mit ihnen schon eine hervorragende Situation hier im zentralen Bereich aufgebaut haben. Und wir werden stattdessen jetzt die Einheiten passig heranziehen, sodass wir sie dann auch in der nächsten Runde zumindest mal verstärken können, auch upgraden können, falls wir die entsprechenden MPP dann auch zur Verfügung haben. Der Panzer zieht zunächst einmal nach Tobruk hinein, um die Stadt jetzt auch final zu besetzen. Wir rücken ein wenig auf und gehen mit diesem Korps in Richtung Badia und haben jetzt alle Einheiten sauber positioniert. Wie gesagt, dann können wir sie in der nächsten Runde auch entsprechend behandeln. Ja, ihr kennt ja den alten Spruch, Aufklärung ist die halbe Miete. Deswegen werden wir jetzt mal mit unserem Marinebomber ein bisschen weiter aufklären. Wir fliegen einmal ins zentrale Mittelmeer hinein. Ja, fliegen diese Route ab. Ja, weiter geht's nicht. Und dann setzen wir nochmal entsprechend nach. Ja, das Feld ist, glaube ich, ganz ordentlich. Oder eher hierher. Ja, ich muss ein bisschen gucken, was wir denn freiscouten an Feldern. Ich möchte möglichst ein großes Seegebiet freiscouten und auch gewisse Felder einfach freiscouten. Aber das sieht auch schon mal alles gut aus. Dann setzen wir mal mit dem Jagdflugzeug hinterher. Ja. Und wir verwenden auch noch mal unseren Bomber. Halt, 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 halt. Die falsche Einheit. Das war der 9er Bomber. Der 9er Bomber soll auf jeden Fall verstärkt werden. Gut. Ja, also im Wesentlichen haben wir große Gebiete freigezogen. Alles ist frei. Dann können wir uns auch mit unseren Marineeinheiten wohl relativ ungefährdet bewegen. Ja, und ich habe doch den richtigen Bomber jetzt ausgewählt. Sehr gut. Unsere Flugzeugträger sollen sich ein Stückchen weiter in Richtung Westen verschieben. Ganz einfach, um eine mögliche Anmarschroute der italienischen Flotte zu verlängern. Wir werden dafür einmal mit dem leichten Kreuzer auch so ein bisschen in Richtung Philippeville scouten. Aber das sieht alles gut aus. Dann können die Flugzeugträger auch entsprechend verlegen. Ja, und wir sind nach wie vor nah genug an Sardinien heran. Wir können also auf jeden Fall gut heranziehen und dann die nächsten Luftangriffe auch in der nächsten Runde durchführen und eröffnen. Und wir schauen mal mit unserem leichten Kreuzer, dass wir mit ihm auch ein wenig Seeweg in Richtung Gibraltar freiscouten. Ja. Das sieht aber alles gut aus. Ja, jetzt haben wir doch großflächig gescoutet, den maximalen Bereich freigezogen. Ja, und wir kommen hier gut mit unseren Einheiten hinterher. Sehr schön. Ja, dann planen wir unsere nächsten Bewegungen, wenn denn das Packen und Hochladen abgeschlossen ist. Und wir sehen uns sofort wieder. Und weiter geht's. Die letzten Bewegungen stehen auch fest. Wir werden einmal mit unserem Zerstörer noch eine Scoutingfahrt machen, um zu sehen, ob sich hier irgendwo noch gegnerische Einheiten befinden. Aber ich denke mal, nein. Der Weg ist also auch für uns frei. Das passt. Sehr schön. Und dann werden wir eine Position hier vor dem Hafen einnehmen. Und es wird mal wieder gepackt und geladen. Gut. Dann bringen wir als nächstes einmal unseren Zerstörer bzw. einen weiteren Zerstörer aus dem Konvoi, der sich hier südlich von Lissabon befindet, in Richtung Mittelmeer, zentrales Mittelmeer. Einfach um zu sehen, ob auch dieser Weg dann hinterher frei ist. Ja, und wir kommen auch hier wohlbehalten an. Sehr schön. Ja, und das gliedert sich dann schön auch in den Verteidigungsgürtel ein, den wir später rum noch um unsere Flugzeugträger herumlegen werden.
Auch mit dem U-Boot werden wir mal weiter scouten. Mich interessiert tatsächlich noch, ob sich irgendwie eine gegnerische Einheit im Hafen von Syrakus befindet. Was ich tatsächlich nicht glaube. Nein, auch dieser Hafen ist frei. Ja, dann fahren wir noch mal ein bisschen weiter und verstellen Dupeman einmal den Weg in Richtung Westen. Gut, ja, dann haben wir die letzten Scouting-Fahrten soweit durch und wir packen unsere Flak einmal auf einen Transporter und bekommen damit Raum für unseren strategischen Bomber, den wir nach Malta verlegen. Ja, und von hier aus sollte der strategische Bomber theoretisch die Stadt Cagliari erreichen auf Sardinien, sodass wir dann auch mit dem strategischen Bomber hier nochmal die Versorgung herunterbomben können. Und er verfügt ja auch mittlerweile über ein Upgrade. Vielleicht können wir sogar etwas Schaden an der Garnison erzeugen. Gut. Den Transporter ziehen wir mal weg in den Hafen von Tripolis hinein. Wir lassen die Flak allerdings auch hier an Bord, werden sie nicht ausladen und können sie auch gar nicht ausladen, sehe ich gerade, weil der Hafen nur eine Versorgung von 4 hat. Die Flak soll also, wie gesagt, gar nicht ausgeladen werden. Sie ist maximal ein, zwei Runden hier auf diesem Transporter, wird danach auch wieder zurück in Richtung Malta ziehen. Also wir werden mit dem strategischen Bomber wirklich ja, eine Runde auf sich mit Sicherheit, klar, darum haben wir ihn ja hingezogen, vielleicht zwei Runden vor Ort bleiben, aber spätestens dann sollten wir mit ihm auch hier verschwinden. Nicht, dass hier noch irgendwo ja, Bomber und sonstige Flugzeuge der Achsenmächte auftauchen, das wäre ja recht unangenehm. Gut, damit passt das auch schon mal. Dann verlegen wir unsere Schlachtschiffe in die Häfen von Malta. Sie sind auch von ihrer Versorgung her relativ weit herunter und können dann in diesen Häfen nochmal schön auftanken. Auch das Schlachtschiff aus Alexandria wird im Modus Kreuzen hinterhergezogen. Kommt hier auch wohlbehalten an. Und wir decken das Schlachtschiff zusätzlich nochmal ein bisschen mit unserem leichten Kreuzer ab, sodass man vom, ja, aus dem Nordosten nicht so einfach an dieses freistehende Schlachtschiff heranziehen kann. Die Versorgung um Malta herum ist auch sehr gut. Wir sehen es hier schon. Wir kriegen hier also wirklich alle Einheiten auf ein Level von 10 hochgebracht. Ja, dann besteigen wir einen amphibischen Langstreckentransporter. 73 MPP ist jetzt nochmal eine Menge Holz, aber naja, wir wollen ja und müssen uns ja vorbereiten auf unsere Invasion in Sardinien. Den Bomber verlegen wir noch ein bisschen, sodass wir das nächste Mal mit ihm auch ein bisschen weiter in Richtung Mittelmeer fliegen können. Und wo wir schon dabei sind, werden wir einmal diesen Bomber on the fly entgegen meiner Gewohnheit, alles erst zum Ende zu tun, einmal jetzt vorab schon verstärken. Gut. Und die Armee soll doch weiter in Richtung Westen aufrücken. Steht hier aber nach wie vor in einem gut versorgten Feld mit 7. Hat dann 4 Bewegungspunkte zur Verfügung in der nächsten Runde. Wird dann auch ja südlich von Benghazi zum Stehen kommen. Und dann könnten wir nochmal die Armee auf einem weiteren amphibischen Transporter hinterherziehen, falls unsere Operation auf Sardinien nicht ganz so schön verläuft, wie wir uns das im Moment vorstellen. Gut. Ja, dann haben wir hier alles. Ja, dann müssen wir als nächstes unsere Verteidigungslinie aufbauen. Wir haben ja unsere schweren Kreuzer und auch den Schlachtkreuzer dafür zur Verfügung. Sehr gut. Dann werden wir den Hafen erneut belagern. Dafür verwenden wir die beiden Zerstörer. Und ziehen weitere Einheiten aus dem Verband um Lissabon nach. Einmal den Flugzeugträger. Der schließt sich an die Gruppe hier an. Dann bringen wir das Schlachtschiff noch hinterher. Ebenso den leichten Kreuzer. Den schließen wir mal nach oben hin an. Beziehungsweise, nee, der kann hier unten stehen. Und diese beiden Schlachtschiffe werden dann den Verband auch noch in Richtung Westen absichern. Ja, und somit haben wir doch einen sehr schönen
Verteidigungsgürtel um unsere Flugzeugträger herum gelegt. Sind ja jetzt doch 1, 2, 3, 4, 5 Flugzeugträger, die uns zur Verfügung stehen. Plus der strategische Bomber in der nächsten Runde. Also da können wir nochmal ordentlich gegen die Stadt austeilen. Naja, und wir haben auch einiges an Schlachtschiffen in der Hinterhand bereitgestellt. Da können wir einiges an Küstenbombardierung durchführen. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht irgendwann irgendwie diese Garnison aus dem Spiel nehmen könnten. Ja. Auch dieser Zerstörer, der polnische Zerstörer, zieht hinterher. Er wird sich hier einreihen zu einer Vorpostenkette, sodass sich anmarschierende gegnerische Marineeinheiten idealerweise irgendwo hier in den Zerstörern verfangen. Ja, unseren Truppentransporter mit der Garnison an Bord, den bringen wir erstmal in den Hafen von Gibraltar hinein. Den müssen wir noch nicht so weit hinterherziehen. Der kann sich erstmal ein wenig hier ausruhen und die Zeit vertreiben. Gut, dann sind wir mit unseren Bewegungen soweit durch. Ja. Ich werde das gleich in Ruhe nochmal offline überprüfen, sodass wir dann jetzt aber auch als nächstes zu unseren Bewegungen im Atlantik bzw. auf der Insel kommen. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, tatsächlich bin ich euch noch eine Information vom Beginn der Partie her schuldig. Und zwar wollte ich euch nochmal mitteilen, wo das deutsche Afrika-Korps erschienen ist. Und ich habe das nachgesehen. Und tatsächlich ist es so, dass es hier im Großraum Triest erschienen ist. Das heißt, Rommel befindet sich zurzeit in Norditalien. Gut, dann machen wir aber auch mit unseren Zügen weiter. Wir springen einmal in den Atlantik und werden mit unserem Zerstörer weit in Richtung Nordosten vorpreschen und kommen hier auch wohlbehalten an. Ziehen dementsprechend den Transporter hinterher. Da müssen wir jetzt auch keine übertriebene Eile an den Tag legen und quasi den Zerstörer überholen. Das macht an dieser Stelle keinen Sinn. Die nächste Einheit zieht hinterher. Ja, und mit diesem Zerstörer werden wir nochmal in Richtung Norden etwas weiter absichern. Gut, dann wird dieser kleine Konvoi auch in der nächsten Runde ja, die Insel erreichen. Da sind wir auch schon bei der nächsten Einheit, die wir bewegen müssen. Unsere Spezialkräfte verlegen weiter in Richtung Schottland. Und wir können auch gleich mit dem Ausgeben von MPP beginnen. So viel ist es nämlich nicht. Wir verstärken noch einmal den Zerstörer auf den Maximalwert. 262 MPP bleiben im Moment übrig und wir gönnen uns noch eine Technologie. Kaufen. Nee, falsch. Forschung wollte ich sagen. Großbritannien und wir werden in die Erdkampfwaffen investieren. 175 MPP ausgeben. Sehr schön. Und es verbleibt ein Rest von 87 MPP und das hatte ich auch soweit vorausberechnet. Ja, dann sind wir soweit durch und wir drücken mal auf den roten Knopf. Das italienische Prestige sinkt durch den Verlust von Tobruk. Sehr schön. Britische Truppen werden in Ägypten mobilisiert. Eine willkommene Verstärkung. Schauen wir mal, wo wir die Einheiten einsetzen werden. Naja, und die Wissenschaftler berichten über Fortschritte bei der Infanteriewaffenentwicklung von 90 auf 100%. Sehr schön. Infanteriewaffenstufe 2. Es kommt auch noch das weiterentwickelte Flugzeug hinzu. Super. Und die Industrietech, mit der hatte ich gerechnet, auch die ist fertig geworden. Genial. Die Luftwehrabwehrwaffen mit der UdSSR. Was für eine Runde. Und es gibt Einkommen, 349 MPP für das Vereinigte Königreich, 98 für die USA und immerhin schon 125 für die UdSSR. Sehr schön. Ja, damit haben wir unseren Afrika-Feldzug erfolgreich abgeschlossen. Und ich denke, ich werde vielleicht auch zu Anfang der nächsten Runde mal so meine Gedanken präsentieren, was wir denn alles so im Jahre 1941 anstellen wollen. Schauen wir mal, ob wir da eine kleine Sequenz einlegen. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Papa Bär.